Nur Salzchips sind lecker mit Schokolade. Für mich ist das eine nice Kombi. Boah. Mm. Oh mein Gott. Mm. Hi, ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und willkommen zu diesem neuen Teil der Food Challenge. Ich esse eure verrückten Food-Kombinationen. Ich muss sagen, manchmal, und das sehe ich auch immer in den Kommentaren, frage ich mich, ist das wirklich alles so ernst gemeint? Ist das wirklich jemand so? Aber letztendlich zweifle ich es nicht an. Ich hoffe einfach, dass es keine Trolls sind. Beziehungsweise, naja, Geschmäcker sind halt verschieden. Und manche Leute essen halt eben so, manche eben so. Jeder isst unterschiedlich und das ist doch auch absolut in Ordnung. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder crazy und spannend zu sehen, was die Leute so kombinieren. Und teilweise sind da, ja okay, ziemlich furchtbare Kombis dabei, aber manchmal auch richtige Hochkaräter. Also würde ich sagen, wollen wir gar nicht mehr so lange reden. Fangen wir an mit diesem neuen Teil von euren verrückten Food-Kombis. Ich bin mir unsicher, was ich davon halten soll. Nutella und Käse, ihr liebt diese Kombi, ne? Aber ich habe ja schon meine Lieblingskombi diesbezüglich gefunden. Nur mit Schmelzkäse, der hier ist jetzt ungeschmolzen. Aber ich habe hier auch zwei Nutella-Scheiben für die geschmolzene Variante. Deswegen, wir probieren es jetzt erstmal so und Lukas schmilzt gleich eine in der Mikrowelle für mich. Besser als mit Gouda, finde ich. Ob das jetzt so anders schmeckt, das könnte sein. Merkwürdig. Man schmeckt den Käse nicht mehr so doll. Mal ganz davon abgesehen, dass Käse grundsätzlich zur Marmelade gehört, ist es mit dem kalten Schmelzkäse besser. Aber das ist beides okay. Dann hattet ihr Kartoffelrösti und Schokopudding genannt. Ich muss sagen, da war ich ehrlich gesagt ultra skeptisch. Aber es war wirklich besser als gedacht. Also darum muss ich sagen, war ich doch positiv überrascht. Da kann man auf jeden Fall nochmal einen Nachschlag nehmen. Dann hattet ihr Schwarzbrot mit Honig und Essiggurke genannt. Ja, ich hatte sowas in der Art ja schon mal. Ihr mit euren Essiggurken immer, ne? Ganz ehrlich. Ich hab's probiert. Ja, werde ich aber nicht nochmal essen, meine Leute. Das war ziemlich fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich fand's leider gar nicht lecker. Sorry, das könnt ihr in Zukunft alleine essen. Dann hattet ihr Rührei mit Butterkeks genannt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ich hatte jetzt so ein veganes Rührei, das war das Einzige, was ich da hatte. Ich hatte keine frischen Eier mehr. Aber ich muss sagen, es war doch tatsächlich besser als gedacht. Da war ich auch mal wieder positiv überrascht. Apropos Rührei, Schwarzbrot mit Rührei und explizit Erdbeermarmelade. Auch da, wie kommt man wieder auf sowas? War jetzt nicht so schlimm, aber auch nicht so geil, muss ich sagen. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Und dann hattet ihr Rosinenbrötchen mit Fleischwurst genannt. Ich muss sagen, ich feiere das einfach nicht, dieses Herzhafte mit dem Süßen zusammen in dieser Kombi. Es gab da schon schlimmere, aber ich esse es trotzdem nicht wieder. Okay, 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 okay. Ich höre ja auf Kritik. Ich habe ja vor einiger Zeit die Kombi aus Schokopudding und Chips gegessen und sie gnadenlos in Grund und Boden gehatet. Aber ich habe mehrfach die Kommentare, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram, gekriegt, dass ich das auch komplett falsch gemacht habe. Ich muss Salzchips nehmen. Explizit. Nur Salzchips sind lecker mit Schokolade. Also habe ich hier Salzchips und deswegen probieren wir das jetzt mal. Und wenn ihr recht habt, dann nehme ich meinen Hate zurück. Und wenn nicht, dann mag ich es einfach nicht. Falsch aussehen tut es immer noch. Also, ich gebe euch den Punkt, das ist wesentlich besser als mit den Paprika-Chips. Geil finde ich leider trotzdem nicht. Sorry, aber ich verstehe jetzt die Kritik zum Teil, ehrlich gesagt. Also, das kann man auf jeden Fall machen. Also, das kann man wirklich machen. Das andere ging gar nicht. Ich würde es aber trotzdem nicht machen. Also, macht es gerne weiter. Ich habe es jetzt kopiert. Aber, nee, nicht mein Fall. Und zwar habe ich hier schon noch so ein Schüsselchen Mais. Und dazu kommt jetzt gleich Harzer Käse. Das kommt in die Mikrowelle und dann kommt der Ketchup drauf. Ich bin ehrlich, könnte geil sein. Schauen wir mal. So, ich habe das jetzt so klein geschnitten. Dann jetzt in die Mikrowelle. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. So halb geschmolzen mit Ketchup drüber. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch Salz zu sollte oder sowas. Aber, oh... Ich habe es jetzt mal nicht gemacht. Gut, dass ich noch eine zweite, also noch den Rest der Packung habe von dem Harzer Käse.
oder noch mehr Mais, weil das ist richtig lecker. Davon mache ich mir gleich noch mehr. Man muss natürlich harzer Käse mögen, ne? Ist klar. Ich mag den halt, sonst ist das nicht nur eine Crazy Food Kombi, sondern eine Kombi zum Davonlaufen. Aber für mich ist das eine nice Kombi. Ich habe Bock auf einen Snack, bin aber ehrlich gesagt super uninspiriert. Und in letzter Zeit, wenn ich uninspiriert bin, schaue ich einfach auf meine Liste von den verrückten Food-Kombinationen und suche mir daraus das aus, was ich eben zu Hause habe. Und dieses Mal machen wir uns wieder etwas mit harzer Käse. Harzer Käse. Und zwar hattet ihr geschrieben, harzer Käse plus Honig mit Salz oder Erdnussbutter. Ich habe sowohl Honig als auch Erdnussbutter da. Von daher würde ich sagen, probieren wir beides. So, hier ist es. Dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ich bin mir unsicher, was ich zuerst esse. Also mit Honig kann ich mir gut vorstellen, weil ich mag die Kombi mit harzer Käse und Honig eigentlich. Mit Salz habe ich wieder nicht getestet, aber naja. Aber mit Erdnussbutter? Wir probieren erstmal Honig. Wir gehen erstmal safe. Das ist halt nice. Das Salz stört mich da drauf. In dieser Kombi stört mich das Salz. Aber Honig und harzer Käse finde ich gut. Schauen wir doch mal, was die Erdnussbutter so kann. Boah, das ist mega nice. Hätte ich nicht gedacht, aber ich denke gerade, das ist fast geiler als Honig. Aber vielleicht auch nur fast. Ist auf einem Level, schmeckt ja komplett anders. Die Erdnussbutter wird dadurch ein bisschen herzhafter. Man kann das ja auch so in asiatischen Gerichten, ist ja auch oft Erdnusssoße und so. Also man kann das ruhig durchaus herzhaft machen, Erdnuss. Okay, ja, damit bin ich als Snack sehr zufrieden. Jetzt mal ehrlich, ne? Ihr habt's mit eurem harzer Käse, oder? Mir wurde genannt harzer Käse mit dem dunklen Sirup. Und dann habe ich extra nochmal nachgefragt, ob das der hier ist. Und ja, das ist er. Ich habe den jetzt zwar in der Apfelvariante, weil das habe ich den da zum ersten Mal gegessen. Und der ist so lecker. Der ist so lecker. Oh mein Gott. Und deswegen kann ich mir das richtig gut vorstellen mit harzer Käse. Aber dass ihr alles immer mit harzer Käse kombiniert, finde ich so geil. Also ich bin froh, dass ich harzer Käse mag, weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Aber gut, egal. Ich habe hier jetzt einen Snackteller und dann probieren wir mal. Das ist fast die beste Kombi bisher. Das ist so geil. Das ist ultra Premium. Also an alle Leute, die harzer Käse mögen, probiert das aus. Ganz, ganz wichtig. Oh, ist das gut. Es läuft hier runter. Oh mein Gott. Und das war's auch wieder für diesen Teil. Danke für alle eure Einsendungen. Ohne euch ist dieses Format gar nicht möglich und ich freue mich auch, dass es euch so gut gefällt. Gerne weitere Vorschläge, das kommt alles auf die Liste, in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo für den Kanal, um den nächsten Teil nicht zu verpassen, denn es kommt auf jeden Fall noch ein neuer Teil. Spoiler, denn ich habe auf jeden Fall noch mehr davon aufgenommen und ihr habt mir jede Menge Sachen geschickt. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Dort heiße ich real-natti- und da poste ich wirklich jeden Tag. Da nehme ich euch in meinem Alltag mit. Da gibt es auch Food-Content, Challenges, Taste-Tests, aber auch leckere Rezepte und das ist immer sehr spannend. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei YouTube beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Tschüss!